Der wirft gerade mit Eis. Oh je. Kannst du deine Blitze bei dir behalten? Ich will ja kein Indignation. Gott. Was gibt mir böse Flashbacks für Dinge, die ich noch tun muss? Oh, lass mir Ruhe. Ich hab gerade ziemliche Probleme. Danke. Haben wir nicht alle Probleme? Vor allem diesen dessen Gegnern. Ah, das. Mann, die Gegner sind richtig nervig. Die haben die Bäume gefällt, oh nein. Machen Menschen auch. Aber du bist Victoria. Meine Leben ist wieder ausgelaufen. Meine Leben! Codex haben wir auf jeden Fall. Meine Leben ausgelaufen! Ah. Meine ist auch, aber stört's. Aber Codex ist haben wir haben. Das weiß ich ganz genau. Wir haben nicht deswegen damals noch eine Geschichte erzählt wegen des Codex. Ja, das weißt du ganz genau. Ja, weil ich schon eine Geschichte erzählt habe von. Was Papi Codex ist nämlich auch ein Geschichtenerzähler. Yes. Wisst ihr die Sachen, von denen ich immer gehört habe? Und er kann wunderbare Geschichten! Magier! Geschichten-Magier. Also der Magier ist auf jeden Fall Geschichte. Das haben wir. Ich hoffe, dass der Geschichte ist. So bin ich jetzt nicht eigentlich gerade weggelaufen. Wieso habe ich mich in meinen Stein geflüchtet? Schick nicht panisch der Hysterie verfallen. Ja, Rabe ist auch noch da, der panische Hysterie. Ja. Geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Hm. Oder so. Vielleicht haben wir es morgen Bogen verwenden. Blablabla. Vielleicht einige Gegner für ein paar zu bekommen. Es sind Tiermenschen und Dragoner. Punktvolle Beinwickel. Ja, jetzt hast du Punkten auf deinen Füßen. Du bist ein Dalmatiner. Ja, das ist so schön, ein Hund zu sein! Heilender Dragonarsch. So viel ein bisschen Ringe. Heilen gebrochen. So ey, Wasserfälle. Ringe. Zwei Stück auf einmal. So, wieder. Vollbrennen. So, jetzt habe ich einen unter Kontrolle. Achso, ja, sieht man hier oben an. Oder auch nicht. Ich wollte es gerade zeigen! Mann! Ich wollte es gerade aussprechen und dann geht der Totenkopf einfach weg. Wahrscheinlich ist es dann helfen, Gegner unter uns zu bringen. Weniger. Ja, Rappi betreibt Gehirnwäsche. Er hat bereits auch schon mal einmal mein Gehirn gewaschen. Ja, es ist zwei. Jetzt hast du zum was zeigen. Der grüne Totenkopf in. Kreuzen, Knochen. Ja, sieht interessant aus. Ja, es gibt sogar einen. Das war weniger witzig, als du das gemacht hast, wenn du mich mit Tini durchgeboxt. Hm. Ja, Geistmeisterschaft. Ich hatte mal immer Angst. Echt? Oh. Die Geistmeisterschaft hat ja auch. Weit. Ja, du hast es ja da zur Hälfte Geister. Mit. Oh nein. Nicht wieder sterben. Ja, Gedankenkontrolle. Ja, Lobo. Ja. Natürlich der letzte unter Gedankenkontrolle. Ja, fuchtel nicht im Schlauch rum, stirbst.
Meine Güte. Okay, der Magier ist weg. Nicht da. Hat keinen Bock mehr. Hm. So. Oder ist aber nur tot. Egal, Level up, Bu. Ich wollte meine Geschicklichkeit investieren. Hm. Aber ich bin zu ungeschickt. Auf jeden Fall ein Beutestudium, weil denkst du, ist die 38% physische Widerstand, du schüttelst die Widerstand. Noch ein Level up, dann habe ich Maximum. Glückwunsch! Ist doch gut für uns alle. Gegner weniger Widerstand. Keks. Eigentlich nicht. Nein. Nein. Ja, er muss schon ein riesiger Keks sein, was sonst wäre das klar zu schön. Ein riesiger Keks! Ein riesiger Keks! Ich muss ganz kurz weg. Ich glaube, Rappi muss schon wieder auf Klo. Ich weiß nicht, woran ich das glaube. Könnte sein, dass er vorhin die Kohle aufgemacht hat. Und er hat irgendwie so wild herumgezapft. Egal. Wie viel investiere ich? Ich brauche noch 9. Komm, jetzt messiere ich mal so viel. Meine Wölfe können ruhig ein bisschen rumchillen. Oder was auch immer sie vorhaben zu tun. Jetzt muss ich auch noch die Leute unterhalten. Rappi, was verlangst du hier von mir? Ach, da hat jemand keinen... Eine Rune des Lebens mehr. Rune des Lebens. Ich kann ja eigentlich mal auch Sachen verkaufen gehen. falls irgendeiner meiner Hunde... Ach, Kiesel war das. Kiesel hat mich daran gehindert. Dieser kleine böse Schelm. Dass ich auf mein Portal zugreifen kann. Wie kann er es wagen? Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon ja, die Handwerkskunst? Könnte man einen Stab wie diesen ignorieren? Ich weiß nicht, Mr. Arcanist, ob du es mitbekommen hast, aber ich verachte Stäbe. Die nehmen immer so viel Inventarplatz weg. Der ist ekelhaft. Oh, plus 35 Geschicklichkeit. Angriffsqualität. Da müsste ich mal bitte das Zeus runternehmen. Nee, komm. Man muss es auch nicht übertreiben. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Und das von Schicken, die Meisterin der Übertreibung oder so. Ach, definitiv. Definitiv. Chicken, du bist eine Heuchlerin. Aber eine flauschige Heuchlerin. So, ja, da. Mhm. Ja, aber deine Blase war handvoll. Hab ich doch gesagt, Zuschauer. Ah, da war ich vorher auf der Toilette. War aber zu viel cooler. Hab ich auch gesagt. Na gut, die Schriftrolle des Zyklopen lasse ich ja dir. Kannst du kaufen. Komm, ich habe hier schon 6 Stück gekauft. Okay. Fröhliche Grüße. Das wird sowas von nicht reichen. Fröhliche Grüße. Du meinst so fröhliche Weihnachten. Moment. Plus 18 Intelligenz und plus 15 Energie. Das ist doch eigentlich was für Rappi. Damit ich auch nicht mal so egoistisch bin die ganze Zeit. Moment, das ist Fledermauszahn. Was bist du? Raptorzahn. Vernichtende Leere. Stalorianz. Willst du einen Kodex von der Hammurabi? Oh, nicht. Ja, schön. Bis dann. Sonst. Wo hängt der Rappi gerade rum? Da!
Oben hängt der Rapiro, my goodness. Naja, ich muss ja Dings kaufen. Er muss Dingens kaufen. Definiere Dingens. Mr. Canis, ich will auch Dingens kaufen, was das auch immer ist. Ich muss es haben, ich muss alles haben, was Rapi hat. Ja, Schiff oder das... Zyklopen. Zyklopen-Namen, ich sag das. Oder hast du kein Geld dafür? Doch, ich hab das Geld. Ich hab's gekauft. Spiele an... Nein, nicht handeln. Ansehen. Achso, zu weit weg, deswegen kann ich dich nicht angucken. Ja, ich bin ja unten. Lass mich dich betrachten, unter die Lupe nehmen. Kann ich dir überhaupt sehen, wie viel Kohle du hast? Für Geld? Ja. Müsste halt. Wenn wir schon mal kurz. Ne, kann man nicht sehen. Schade. Ja. Also, wenn du noch irgendwas willst, sag es mir. Ich bin ja so eine. Trag nicht dein Haus auf deine Schulter. Keine Ahnung was. Mögest du Sonne und Wind im Rücken und nicht in den Augen haben. Essenz von keine Ahnung kenne ich nicht. Nein, das ist dein Portal. Das ist mein Portal. Ja, da war Chicken jetzt mal einmal nicht egoistisch. Das hat was abgegeben. Dann sehr nett. Hey, schon 5 Tote. Ja, ich weiß ja nicht, was du gebrauchen kannst. Ja, die Bogen sehen, aber die habe ich nicht vollständig. Unsterblichkeit. Aber wofür lebst du, wenn du unsterblich bist? Zum Leben. Jeder deiner Freunde da. Du siehst jeden deiner Freunde sterben. Und selber kannst du nicht sterben. Die Ruhe finden. Na, das ist Unsterblichkeit, bis wir das Gebet durch haben. Hat gerade keine Lust mehr zu sterben. Ah, das ist schon Berg Queen. Ja, der Aufstieg nach oben. I ist tot. Achso, stimmt, den Bogen habe ich. Nicht verzaubert. Steinform habe ich nicht aktiv. Ja, für jeden Waffe war das Skillfenster. Also Skill-Auswahl, meine ich. Für welche Maus das, meine ich. Oh, ach, das meinst du, ja. Yishan, heitere junge Frau. Nun ja, Fremder, was machst du mitten hier? Du bist auf dem Quijun. Aber wie bist du hierher gekommen? Ich bin raufgeklettert? Seltsame Bestien lauern überall. 3 Schwestern. Wie bin ich hergekommen? Ich bin dem Weg hinaufgefolgt, Madame? Wahrscheinlich auf demselben Weg, wie du hier hingekommen bist? Naja, wir sind über diese Brücke da unten hochgekommen. Manche Leute sind echt so Captain Obvious. Dr. Chicken, ich habe Aua. Oh. Soll ich ein Küsschen geben, damit es besser ist? Bitte. Sorry, habe ich nicht. Also Ferrero-Küsschen. Ja, der hängt ein bisschen ab. Der ist ein Cliffhanger. Ich glaube, wir sollen einen Cliffhanger machen. Oh, mein Gott. Ja, da hängt er. Cliffhanger, der ist schon. Okay. Da hängt eine Klippe hier bei mir. Der ist ein Cliffhanger. Bei mir, ja, bei mir vermutlich nicht, weil. Stolz sein. Ah, doch, bei mir hängt er mit dem Kopf nach unten. Bei mir ist der Kopf oben. Ach ja, die Physik Engine ist schon das Herz allerliebstes. Herz. Kann man hier eigentlich? Das will ich berücken hoch. Nee, kann man nicht. Dann gibt es so ein Herz von mir. Chicken hat doch kein Herz. Hat Chicken doch selbst hier öfters gesorgt. Aber ich bin jetzt gerade Victoria und nicht Chicken. Ja, gut. Stimmt ja, Victoria hat ein Pflanzenherz. Dreimal I! Dreimal I! Hi,
Tötet sie! Gesell, Watzenwolf! Vernichtet sie! Mach das Iberfui weg! So. Das Iberfui. Magier sind ja auch Iberfui. Toter Typ, einfach so an. Am Rand der Klippe. Ja, Magier sind Iberfui, sage ich, während ich in Skyrim eine Magierin spiele. Ja. Na gut, jetzt gerade nicht, weil wir sind ja gerade Titanquest. Ich habe sowieso in erster Zeit nur gespielt für meine Aufnahmen und nichts Privates. Weil ich immer mit anderen Dingen beschäftigt bin. Ja. Yeah. Besondere Liebschaften. Ich bin im Schreibwahn. Ich muss einfach schreiben. Das ist eine Droge. Wann sind wir nicht mehr da? Das ist ja ziemlich hohe Aufstieg. Also wenn mich das nächste Mal ein Typ fragt, ob ich Drogen nehme, dann sage ich ja. Wir fragen sowas. Das wurde ich schon mal unter meinem Arkham Origins LP gefragt, weil ich ja immer so gute Laune habe. Es ist ja irgendwie verboten, ist, fröhlich zu sein. Chicken nimmt keine Drogen. Chicken ist deine Droge. Ja, ich bin die Droge. So. Nee, weißt du, ich verstehe mich immer für... Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, die Fähigkeitsstörung. Ziemlich nervig. Nee, weißt du, ich verstehe mich immer für meine Projekte, aber eigentlich bin ich voll depressiv. Tagtäglich. Spaßjährisch. Ja, das auch. Sowieso. Pinklaue. Pinklaue. Peng-Peng. Gold. Die Frage ist jetzt, war das jetzt Sarkasmus? Da unten ist eine Sackgasse mit Gegnern. Ich komm ja schon. Verdammte Banks! Verdammte Banks! Ja. Jetzt unter unserer Kontrolle stehen wir. Unter deiner. Ich kontrolliere kannst du auch sterben. Komm. Ah, ich lass dich mal mit deinem Peng alleine. Mit deinem Spiel zurück. Ey, warte mal. Okay, ich lass dich nicht alleine. Das ist nämlich ein Boss. Ja, deswegen. Der Yao Guai. Pass auf, der verursacht viel Feuerschaden. Egal. Ich bin feuerresistent. Im Gegensatz zu meinen Hundis. Ich habe 80% Feuerwiderstand. Ich hab schon wieder Morrowind. Ja, Morrowind war ich ja Dunkelelfin. Hatten die 50 oder mehr? War es in Skyrim 50 oder? Skyrim waren 50%. Ja, dann war es in Morrowind mehr. Ich erinnere mich gerade nicht an wie viel. Ich glaube 70 oder so. Ja, kann sein, keine Ahnung. Ist so lange her, als ich Morrowind gespielt habe. Was macht denn die Statue da unten? Der Jadepalast, welche Statue? Direkt an der Brücke, Hängebrücke am Rennen. Ach, die, die da liegt. Der Schlucht. Kaputte Ding! Rein. Das kaputte Ding! Ah, schön. Hatte halt ja, Kreislaufprobleme und ist umgekippt. Von außen, das ist wohl klein, aber von innen deutlich größer. Der gelbe Kaiser, lass sie nicht warten! Na gut, sorry, Ihre Hoheit, ne? Wir lassen sie warten. Da muss man schauen, ein Unterschied. Hier draußen, voll klein, ey. Ganz schon die Ränder da hinten sehen wie. An der Seite, wo das endet. Oh, wie ein Morrowind. Reingeht, voll größer. Morrowind, lalalalala, gelber Kaiser, rede mit uns. Seinen Geister. Seinen Geister, Leibfischern. So, erzähl mal was über den Titanen. Ach schön, wir wollen ja wissen, wo er ist. In Angelegenheiten der Philosophie mit dir sehr genießen. Aber leider haben wir keine Zeit dafür, denn ein Schatten schwebt über dem Land. Du genau, diese setzt sich auf seinen Schoß. Erschlagen. Eine außergewöhnliche Leistung. Aber den Drachen aufzuhalten, wird viel schwieriger werden. Wenn du ihn nicht aufhältst,
wird er mit Sicherheit Typhon. Der Wolf ist jetzt unter seinen Beinen. Unsere Existenz ist bedroht. Die Götter haben den Krieg gegen die Titanen nur durch Überraschung und Täuschung gewonnen. Ihre Tricks werden jedoch kein zweites Mal funktionieren. Die Götter haben alle Titanen verbannt, bis auf einen. In ihrem Hochmut haben sie jenen, den sie am meisten hassten, unter einem Berg eingesperrt. Typhon. Er war für die Ewigkeit an das gekettet, was er beherrschen wollte, aber niemals besitzen konnte. Jetzt bedeutet der Hochmut der Götter ihren Fall. Typhon ist unter dem Berg Wusao, nicht weit von Chang'an, gefangen. Wenn du dich beeilst, kannst du den Telkine vielleicht davon abhalten, seinen Meister zu befreien. Nimm den Gang unter meiner Kammer. Die Herausforderungen, die vor dir liegen, sind gefährlicher als alle, denen jemals ein Mensch begegnet ist. Die Zukunft der Menschheit lastet auf deinen Schultern. Mögen deine Fähigkeiten und dein Wissen eine Rüstung gegen das sein, was dich erwartet.